Hey, ich bin ein verrücktes Tier. Was? Wer bist du hier? Ich bin auf dem Hof gelandet von irgendwelchen Chaoten. Hab gar nichts gemacht, Mann. Was war jetzt Scheiße, hier ich muss wieder auf die peinlich? Malediven. Hallo, Stoff. Ja, ich Da weiß, knackig ist. Ja, kommt sie angerannt. Falsches wen? Projekt, wissen wir auf Berg will hier nicht, sonst woanders. Oh, Scheiße. Aber wen haben wir denn da? Ein alter Bekannter? Ja, Ich muss mal wieder gucken, wie mein ist Kanal läuft. dein Kanal, Honey. Oh, Bin der weg. Nächste. YouTube läuft, Streaming läuft, Urlaub auf den Malediven war gut. Jetzt bin ich mal wieder hier. Oh. Ja, dann. Wir haben den Hof ein wenig umgebaut seitdem, aber sonst. Und sind vielleicht Haben wir umgezogen. irgendeine Arschlochaufgabe? Eierpaletten aufschlagen. Hat Dave das Feld fertig gemacht damals? Ich glaube ja. Ja. Ja, Eier aufladen. Irgendwo. Irgendwo. Arschloch. Ja, der Haufen ist Ob der schon. Striegel ein bisschen übertrieben ist für den Fan? Nein. Wir haben da so ein kleines Eier-Intermezzo. Ja. Das müssen wir jetzt nicht näher ausführen, weil ich glaube, das endet nicht gut. Wenn wir das Nee. jetzt näher beschreiben. Wird das dann als Bruchware verkauft? Wir haben Eben. festgestellt, wir verkaufen Eier, die ideal für Rührei schon geeignet ist, weil das Ei quasi schon durchgerührt ist. Das kommt schon fertig aus Du der musst es nur Schale. noch in die Pfanne hauen. Ja. Also, wenn du Lust hast, ich habe schon überlegt, ob ich hier irgendwann mal so einen Muldenklipper hinstelle. Ja, einfach nur reinschmeiß. Den Oder doch hier hinter die Mauer und dann einfach nur. Ups. eine Mule. Da kann ich schon wieder Geld ausgeben. Wir müssen mal Geld verdienen. Ich Ja. könnte aber auch Feld 6 ernten. Das kannst du auch machen. Ist das die Hofberg, wie du das schon mal gespielt hast, oder ist das das erste Mal jetzt? Nee, das ist das erste Mal, dass ich die Habe ich jetzt neue Hofbergmädels oder Hofbergmann. Hofbergmann gesagt? Nee, du hast Hofbergmädels gesagt. Verdammt. Nee, es ist das erste Mal, dass ich die jetzt die neue spiele. Bin dann mal gespannt, wann das nächste Update rauskommt. So. Ah, jetzt weiß ich nicht, wo die IT-Runner mal. Hätte eine schöne Mulde. Habe ich jetzt ernsthaft nicht alles Unkraut weggekriegt? Nö. Ich suche jetzt erstmal meinen Traktor. Okay, ich glaube, wir brauchen einen Dor. Oder? Hä, muss ich dann nochmal drüber fahren oder brauchen wir echt eine Spritze jetzt? Oh nee, was war denn das jetzt? Hello there. Es hat mich jemand gefolgt auf Twitch und ich. Und das wird auch Ja. Wir sind nicht live. Es ist eigentlich auf Stream-Aufnahme. Irgendwie weiß ich nicht, Das warum ich die Alerts da mit drin habe. ist ein Follower gerade mit reingekommen. Ja. Was? Was hast du verbrochen? Ich glaube, er ist zu breit. Soll ich dich anschieben? Ja, von Ja. hinten anschieben oder Ja, was? Achtung. Ich glaube, der steckt ein bisschen fest. Ernsthaft? Wo Ja. ist er? Neben dem Wohnhaus. Ich habe mir so gedacht, ich habe kein Schneidwerkzeugen, dann soll das hier wohl alles passen. Du kannst Ja, bloß nee. hinten raus ohne Schneidwerkswagen. Also. Ja, gut. Er hat es aber noch ein bisschen durchgeschafft. Ich bin so fett, ich komme da nicht drüber. Ich bin zu fett. Ja, dann fahre ich mal hinten rum. Ich werde mir jetzt mal vornehmen, in den nächsten Aufnahmen auch mit dieser nicht in Fahrzeuge zu tappen. Schauen, ob das hinhaut. Das wäre mal wirklich mal eine Herausforderung, wie das in nur Innenansicht fahren und Komm, so ein das ziehen wir Zeug. jetzt durch. Also nicht in Fahrzeuge tappen.
Okay. Aber warum ist ernsthaft noch eine Spritze? Hä? Weil ich krieg nicht jedes Unkraut weg irgendwie. Das ist da jetzt ist es so. Vielleicht... Das ist jetzt so quasi kompliziert, ist das falsche Wort, aber halt spezielles mit dem Unkraut. Hat das denn immer noch was mit der Wachstumsstufe zu tun? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So genau habe ich darauf jetzt auch noch nicht geachtet. Aber das ich bin im Moment nur Bauhöfler. Bauhöfler. Brauch kein Unkrautwissen. Ich habe es gerade echt mal geguckt, habe ich jetzt aus Versehen den Stream gestartet oder nicht, aber nee, passt. Anstatt auf Aufnahme, ja, so, hallo, wir sind live, so schon seit 5 Minuten oder so. Das wäre es halt, das wäre so typisch ich. Aber die Idee mit die Eier über die Mauer schmeißen, die ist nicht mal so schlecht. Einfach eine Mule hinstellen oder einen Anhänger. Was ist denn jetzt eine Mule? Ja, so ein... Von IT-Runner halt einfach da, wo du was reintun kannst. So ein Kippding, keine Ahnung. Eine Mulde und keine Mule. Mule zu der Wandernspiel, Sarah. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen... Lass uns nicht darüber reden, bitte, okay? Das Leben geschädigt. Ah, du wusstest, was ich meine, also von daher passt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, ich weiß nicht, ob es die Frage schon gab, aber ist jetzt für euch neuer LS gleiches Projekt ein Unterschied? Blödsinn? Nö. Aktuell hält sich mit dem Blödsinn noch in Grenzen. Mhm. Aber das war so das erste Mal, wo ich jetzt wirklich mal in den LS22 reinkomme. Weil ich habe ja nicht gleich nach Release habe ich damit angefangen zu zocken. Ich habe relativ spät erst das Spiel geholt. Da gab es noch kein True Farming. Und jetzt komme ich endlich mal so ein bisschen in die Materie mal rein. Und dann gleich Hofbergmädels. Ja. Und bei dir, Moni? Gleiches Feeling, anderes Feeling? Anderes Feeling, aber ungefähr selbe Sucht wieder mittlerweile. Ich habe ja eigentlich mit LS ja wieder angefangen und habe ja im Endeffekt diese Ehrengrad ein bisschen gespielt. Mhm. Ja, ist ein bisschen. Jetzt haben wir es anders, da wieder 19 haben. Da mit der Ehrengrad hatten wir ja eigentlich auch noch ein Projekt gestartet, aber das ist irgendwie erstmal noch auf Eis gelegt. Aber das wäre halt auch cool, um dann in diesen Baumodus mal mit reinzukommen. Weil da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel mitgemacht. Nee, ich hatte ja noch nicht. Ich mal ein bisschen in meinem, wo ich in LS reingeschaut habe. Am Anfang, aber. Hier auf der Map das erste oder einzige, was wir gebaut haben, ist unser Multifruchtsilo. Weil wir es einfach gebraucht haben. Also ich muss sagen, ich finde die Karte klar, man erkennt, es ist die Hofbergmann. Ja. Aber so jetzt der erste Blick auf die Karte, könnte ich mir glaube ich vorstellen, dass sie für mich zum Beispiel mehr oder besser geeignet ist als die im 19er. Weil ich bin so ein Typ, ich möchte, wenn ich Singleplayer spiele, nicht groß erwirtschaften. Ich hole mir Geld, kaufe mir meine Maschine, auf die ich Bock habe. Ja. Und mache halt auch das, worauf ich Lust habe. Und da war die 19er Bergmann irgendwie nicht ganz so gut für geeignet, fand ich. Es fehlen halt noch so kleine Details wie Käse machen und so. Ja gut, das... Obwohl, nee, Käse das kannst du ja schon machen. Stimmt, ja. Gut, uns fehlt auch die Kühe dazu. Wie sieht's eigentlich mit Uwe aus? Wir haben Kühe, 4 Stück. Und wer ist denn jetzt Uwe? Ist unser Kalb. Wir wissen noch nicht, ob es männlich oder weiblich wird. Ah, Uwe, ja doch. Ich glaube, Uwe wird weiblich. ja, braucht noch ein bisschen, bis es wächst. Eier wollt ihr? Ja. Aber wir haben schon 1200 Liter Milch. Ist schon mal was.
Dafür, dass wir bis jetzt 3 Kühe und einen Bullen haben. Und ein Uwe. Und dein Uwe. Nennen wir es einfach so. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ja, so in etwa. Sag mal, wie lange haben wir denn keine Eier mehr verkauft? Ja. Es ist noch gar nicht so lange her. Das wird halt interessant dann, ja. Ich weiß noch, das letzte Mal abkippen war auch so eine Sache. Die Variante wirklich mit zum Muldenkippe. Wenn man Überlegung wird. Warum muss ich gerade an meine Wiffel 3-4 Hühnerfarmen denken, damals bei unserem Ehrengrad-Projekt? Ja. Yeah. Teamprojekte. Das Ursprungsteamprojekt. Hallo? Ah ja. Danke. Ja, das gibt es ja irgendwie auch gar nicht mehr. Nee, das letzte ist halt relativ ausgelaufen gewesen. Aber ich habe am Bock, wieder sowas zu starten. Vielleicht so mit der alten Mannschaft. Mit Sprungli. Doch mal einen Tom reaktivieren irgendwie. Lebt der eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Also ja, hoffentlich tut er das, aber... Ich habe jetzt auch länger nichts mehr von dem gehört. Er war einmal hier GTA auf dem TS mal kurz. Aber das war's auch schon. Ach ja. Vielleicht kann man ja dieses Teamprojekt mit dem, was wir auf der Ehrengrad geplant haben, irgendwie kombinieren. Das muss ja nicht unbedingt Ehrengrad sein, aber halt hier. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ach, die 3 muss gewalzt werden, okay. Da. Du sagst mir nur. Anhänger brauchst du, hast du einen? Nö, hab keinen, brauche ich aber auch noch nicht. Bin jetzt bei 64%. Okay. So. Irgendwo lag hier noch eine Eierschachtel rum. Wir waren damals noch dabei. Sarah, Moni, Yannick, Bungli, Yannick, genau. Überhaupt, wir waren am Anfang Marie immer dabei. Marie war am Anfang mit dabei. Boah, ist jetzt... Natürlich, Exe war ja mit dabei. Uff. Ja, ursprünglich waren es ja ihr zwei und Tom, ursprünglich. Dann sind ja einer nach dem anderen wegen dazugekommen, dann durchgetauscht. Danny war damals mit dabei. Und mit seiner Biogas-Scheiße eskaliert ist. Ja. Warte mal, wo fährt denn gerade Sarah rum? Bin gar nicht da. Ich wollte dir nur ein kleines Chaos zeigen. Ich bin am Feld 3. Feld 3. Die perfekte Ladungssicherung. Oh Gott, was kommt jetzt? Das zum Thema, wie viele Eier wollt ihr? Na gut, aber Ladungssicherung hattet ihr früher schon, schlimmer war.
die noch alle ganz sind? Ja. 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 Passt. Ich fahr mal zum Landhandel. Oh Mann. Aber so 10 Rührei-Eier nehme ich wohl. Rührei-Eier. Ja. Die Rührei-Eier, wer kennt sie nicht? Du meinst den Dorfladen? Ja, den Dorfladen. Mal auf die Uhr gucken, der könnte auch. Rührei-Eier. Nur 9 von 10 Eiern kaputt. Immer wieder eine Überraschung wert nach dem Foto. Ja. Viel Spaß und im schlimmsten Fall eine feuchte Überraschung. Jetzt jedes siebte Ei ganz. Wie so ein Ü-Ei. In jedem siebten Ei steckt eine Überraschung. Ja. Rührei-Eier. Ei. Muss mir das mal aufschreiben. Rührei-Eier. Rührei-Eier. Warte mich bis dann die Ersten, die wohl nur den Titel lesen und sagen, du hast einen Schreibfehler im Titel, hab das Video noch gerade geguckt. Das ist Absicht. Ist es jetzt zweimal Ei-Au? Ja, jetzt könnte ich langsam mal einen Anhänger gebrauchen. Ja, ich stelle da gleich einen hin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Rührei-Eier wir hier haben. Never hin. Kann man jetzt hinten auch was, hinten haben wir ja auch festgestellt, dass man nicht nur im Dorfladen, sondern auch hinten verkaufen kann. Ja. Oh Mann. Die Helden der Nation. Will ich eigentlich wissen, wie der Schrebergarten momentan aussieht? Nö. Ja, servus. Ja, servus. Bisschen vor, bisschen zurück, dann verkauft sich die Scheiße schon. Und wen hattet ihr denn bis jetzt an Gästen so dabei? Den Dave, den Tobi. Den Hubi. Ja, bis jetzt. Zweimal Hubi. Zweimal Hubi. Ja, servus, jetzt reicht's mal. Also ich bin ja dafür, dass wenn es nochmal einen Dreierbesuch geben soll, Dave, Hubi, Soso, dann braucht es aber ein paar Likes. Oh Gott. Will ich das? Das muss. Hatten wir das nicht schon mal? Ja. War alle drei schon mal gehabt? Nee. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das endet nicht gut. Irgendwie so ein Schwachsinn wieder. Schwachsinn? Wir? Ihr? Nö. Nö. Ich weiß nicht, was er meint. Hallo? Ich möchte gerne diese Eierschachtel hier drehen. Klappt's? Ja. Kommt da gerade was Dummes in den Kopf? Oh oh. Einfach um es bei Sarah wieder in den Kopf vorzurufen, schreibt ihr alle Hashtag achtarmig ein Reinorgeln in die Kommentare. Oh nee. So, das war's. Wir beenden die Sache jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und schreibt, so ist gemein. Und mal gucken, wer die Folge bis zum Schluss geguckt hat. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao, ciao. Tschüss.